Einen wunderschönen guten Morgen in 7 Days to Die Ravenhurst. Also guten Morgen, weil wir hier 10 Uhr haben. Normalerweise haben wir mittags. Ich habe ja in der letzten Folge habe ich mich in die Kirche hier hochgekämpft. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, da liegen aber noch einige. Ich überlege gerade, wie wir hier am besten hochkommen. Aber wenn ich die Treppe hier sehe, werde ich mich hier durchschlagen. Dann habe ich nur 34 Pfeile. Das wird nämlich ein bisschen... Oh. Das wird ein bisschen sehr interessant. So. Mal gucken, ob wir jetzt wach werden, wenn ich hier drauf einprügel. Bleibt meine Hocke. Weil drüben geht... Oh. Drüben geht nämlich auch eine Treppe hoch. Und langfristig müssen wir uns überlegen, wie wir dann, wenn wir den Turm hier einziehen, wie wir hier hochkommen. So, bevor ich mich hier verletze oder irgendwie stehen bleibe, schlage ich auch diese Seite der Stacheldrahtdrähte weg. Die werden unten nämlich jetzt wach. Die schlagen jetzt wahrscheinlich unten gegen die Treppe, gehe ich mal davon aus. So, und das nächste Problem ist... Ah doch, hier ist eine Leiter. Nice. Ja, wir können uns hier eine Außenleiter machen, würde ich sagen. Oh, nice, oder über das Dach. Wie geil ist das denn? Okay. Aber, nee, Moment, das ist gar nicht der Kirchturm. Da drüben ist der Kirchturm. Wo ist denn meine... Da drüben. Da drüben ist mein Lager. Ah, da unten laufen sie. Jetzt ist die Frage... Nee, das wird nichts. Oh. War noch ein Geier hier irgendwo? Gut. Jetzt ist die Frage, wie... Kommen wir hier ran? An die Wand? Ja. Steh doch mal auf, du Kerl. So, habe ich das jetzt richtig gesetzt? Oh oh. Ja, ja. Ey, ey, ey. Naja, egal. Mein Pfeil. Noch einer? Hier ist auf jeden Fall eine Lampe. Okay, das bedeutet, wir sind richtig. Und hier geht's ganz hoch. Oh oh. Okay, das wird natürlich interessant. Da ist noch Munition. Okay. Tja, wie kommen wir denn hier am besten hoch? Also im Klappenaufzug wird natürlich eine teure Angelegenheit, allein wegen den Klappen. So. Oh. Oh, nee. Gott. Oh, ja. Gut. So, ich bleibe jetzt hier oben, weil hier komme ich nicht mehr runter. Oh, das gibt eine fiese Sache. Außerdem hier einziehen ist natürlich auch ein ganz schöner Aufstieg, ne?
Ja, dann gucken wir erstmal, ob wir noch was auf Lucky Looter geben können oder sowas in der Art, damit sich das hier lohnt. Gibt es denn sowas wie Lucky Looter? Gibt's gar nicht. Ist da kein Lucky Looter? Nee. Was könnte es denn noch sein? Was gab es denn früher? Diesen Joe, und wie ist er? Light Armor Adventure. Better Items. Add 100% to Loot Bonus. Ah, hier ist was. Beim Adventure. Hier. Add 100% to 100 to Loot Bonus. Looting is 20% faster. Nehmen wir natürlich gerne mit, ne? Okay. Ein Cardio nehme ich direkt mal mit beim Sprinten. Gut, dann... Achso, warte mal, das Aufschlagen war ja hier irgendwie günstiger. Ja, jetzt ist die Frage, wie wir hier in den Turm reinkommen, ne? Wie wir hier wohnen wollen. Also, ein Klappenaufzug wäre eine Überlegung. Später gibt es ja richtige Aufzüge. Ob sich das lohnt? Ich mache jetzt erstmal hier alles weg. Also, man müsste hier durch einen Außenbereich irgendwie hoch. Ihr dürft Waffen drin geben. Oh yes. Oh, da sehe ich eine Machete. Das ist natürlich super. Also, ob wir Leitern oder Klappen machen, ist eigentlich gleich. Das heißt, wir müssen irgendwie in eine Forge kommen, sodass wir Nägel herstellen können. Ach du Güte. Das ist ja mal richtig nice. Das ist ja mal richtig gut. Ups, was war das? Sound kaputt. Hat kurz geflitscht. Okay. Oder wir machen ein Teil, also dass wir hier in den Turm so hoch gehen, wie es gedacht ist. Also dass wir praktisch den Boden zumachen. Mit normalen Woodframes. Damit der Leiter hochgehen. Und den... Boah, was ist denn das hier alles? Barbed Wire Bat. Und ein Survival Medieval Sword. What? Und Katana? Wow. Okay, geil. Was hat denn... Wow. Was hat denn das? 2244? 1734. Ist sogar schlechter als Katana. Small Gear Bat. Haltbarkeit erhöht. Ne, Moment. 1734, 2346. Oh, ist sogar besser. Der Katana. Ja, Wolsen. Und der Airdrop ist da. So, dann müssen wir mal gucken, wie wir das am besten absichern. Oh Gott. Wir sind ganz schön hoch. Können wir nicht eine Seilrutsche darüber machen? Gibt's sowas? Gibt's eine Zipline? Gibt's nicht. Schade. Ja, fett. Zwei Waffen noch. Wobei wir die eine können wir scrappen, ne? Hier können wir direkt scrappen. Dann kriegen wir jetzt die Munition noch. Das ist ja super. Und noch eine Quest haben wir gefunden. Aber die Frage ist, können wir das Katana modify? Was passt denn hier rein? Wo haben wir denn die Mods hier? Barbed Wire? Small Gear Bat. Nee. Nee, die passen auch nur in Knüppel rein. Schade. Das Katana auf jeden Fall noch zu pimpen wäre... Wäre nice. Das Katana. Ja, super. Soweit so gut. Achso, die Kiste ist noch locked, gell? Oh, warte mal. Hatte ich nicht einen Dietrich drüben gefunden? Ich weiß nicht. Dann lasse ich die Kiste erstmal offen. Und hier müssen wir irgendwie... Oh Gott.
Okay. Aber das müssen wir auf jeden Fall sicherer machen, den Aufgang hier. Das muss unten zugemacht werden, da schlage ich den Rest raus. Und wir müssen gucken, dass wir hier irgendwie sicher hochkommen. Das wird natürlich noch so eine Aufgabe. Hier gab es einen Jump'n'Run-Parcours. Ne? Und haben wir dann hier oben vielleicht einen glatten Aufgang? Yo. Also Richtung Basis, dass wir uns hier einen Klappenaufzug machen, um hier hochzukommen. Und den... Wie bin ich hier hochgekommen? Wie bin ich eigentlich hier hochgekommen? War hier... Ach, drüben war ein Aufgang. Genau, hier war ein Aufgang. Gut, das müssen wir natürlich abreißen. Das muss weg, dass sie da nicht hochkommen. Und dann machen wir das hier fertig. Dann können wir nämlich hier in den Turm einziehen. Ja, in der Horde-Nacht wird es interessant, ne? Gut, jetzt müssen wir irgendwie erstmal hier runterkommen, möglichst ohne uns was zu brechen. Das ist mir alles ein bisschen hoch. Ich habe jetzt keinen Bock, hier nochmal durch das Ding zu gehen. Haben wir denn hier irgendwie einen Abseil? Nee, das ist gar nicht gut. Hier vorne? Ah, hier auf den Absatz. Das müsste doch gehen, oder? Oh, es hat gelangt. Ich habe mich schon im Krankenhaus gesehen. Es hat gereicht. Ja, sehr nice. Gut, dann lass uns mal den Kram darüber bringen. Dann haben wir schon mal die Vorstellung. Das heißt, wir müssen erstmal Nägel besorgen. Sonst haben wir das mit dem... Ich denke mal, die erste Horde-Nacht werden wir da drüben auch nicht... werden wir noch hier drüben machen müssen. Gehe ich jetzt mal fest davon aus. Also, solange wir keine Forge haben... Ja, nice. Gut. Gut, Knut. Wir haben sowieso viel zu wenig Platz, ne? Wir können die ganzen Mods nicht einsetzen. Das heißt, wir machen nochmal eine Chest. Gut, dann machen wir eine Chest für Waffen und Werkzeuge. Ja, der Händler hatte meines Erachtens nur eine defekte Forge. Der hatte keine, die intakt war. Schwierig. Wir müssen irgendwie an eine Forge kommen. Das heißt, wir müssen looten und wir müssen leveln. Also das heißt, wir brauchen jetzt eine Menge. Das mit dem Schwert finde ich, Hammer, das feiere ich gerade total. Ich hoffe nur, dass man die reparieren kann, ohne dass das Level nach unten geht, oder? Wie ist das? War das hier so? Warte mal, wenn ich das Ding jetzt repaire. Okay. Unter Level 10 war das natürlich Quatsch, ne? So, dann machen wir uns erst nochmal eine Chest. Dass wir da die Waffen und Munition und so ein Kram reinmachen können. Aber das hat sich gelohnt. Der Turm ist wirklich geil. Also. Dann bin ich mal gespannt, wie das Katana abgeht. Achso, warte mal. Nee, jetzt müssen wir erstmal die Kiste setzen. Hier ganz links. Und machen hier so Waffen rein. Geil. Das war's, oder? Naja, gut, die Mods noch. Quatsch, was mache ich denn hier? Das gehört auch zu Waffen im entferntesten. Schwarzpulver, prinzipiell. Nee, lasse ich da. So, Waffen und Werkzeuge haben wir gesagt. Okay. Das sieht schon mal ganz gut aus. Okay. Das Ding können wir schon mal essen. Die Suppe können wir hier reinmachen. Die Steroide nehmen wir mit. Das zu trinken nehmen wir mit. Das machen wir hier rein. Na Quatsch, das sollte drüben rein. Pfeilspitzen machen wir auch hier rein. Wobei es so ein bisschen wie Munition ist, ne? Okay. Gut. Gut. Ah.
Sehr schön, da bin ich mal sehr... Oh, den machen wir, den Schraubendreher können wir gleich machen. Der kann hier auch rein. So, das Katana, das machen wir mal hier auf die 2, dann die Axt, dann das Messer und die Bandagen hier runter. Und das ist hier Automatic Weapon. Nehmen wir doch auch mit. Ah, Schissel. Hätte ich das nicht scrappen müssen oder war ich da schon durch? Und wir müssen nochmal rüber wegen dem Dietrich, ne? Wir haben aber noch keinen Dietrich. Aber die Crossbow Balls können wir auseinandernehmen, oder? Die müssten doch hier eigentlich auseinandernehmbar sein. In der Workbench. Okay. Gut. Dann können wir das hier noch trinken. So, wir brauchen neue Pfeile. Das heißt, wir machen die hier zu Arrow Shafts. Und wir haben 92 Federn. Das heißt, wir machen hier nochmal Sticks raus. Und die wandeln wir wiederum in Arrow Shafts. Und Steine müssen wir noch besorgen. Ah, eine neue Pickaxe machen wir uns direkt. Haben wir noch? Nee, haben wir nicht. Wir müssen noch Gräser besorgen. So, so, dann besorgen wir nochmal schnell Gräser. Dann machen wir uns nämlich nochmal direkt eine neue Pickaxe. So, also, wir müssen unbedingt an der Werkbank kommen. Und, ich weiß, dass ich die Klappe offen gelassen habe. Weißt du was, wir machen die Klappe zu und holen uns den Airdrop. Bevor ich das vergesse. Wer weiß, vielleicht haben wir ja eine Werkbank drin. Glaube ich zwar nicht, aber immerhin. Aber wie geil, oder? Ein Katana und ein Schwert. Ich habe noch, mein Lebtag noch keinen, achso, hätte ich mal einen Zombie ausprobieren können. Habe ich noch keinen Katana in der Hand gehabt. Also ich weiß, dass es das ja meines Erachtens hier als Klassenquest oder so gibt. Aber schon nice. Kann man machen. Und eine Werkbank. Vielleicht finden wir ein typisches Haus, wo normalerweise eine Werkbank drin ist. Ich weiß, es gibt dieses eine Wohnhaus, wo man in den Keller rein kann. Das hier ist der Diner. Oh, hi. Ein bisschen Ausdauer sammeln. Oh. Hier sind ja nur Gefangene. Was ist denn mit euch los? Tagchen. So, wir sprinten mal hier so ein bisschen durch den Wald. Ich weiß gar nicht, hatte ich eine Autowerkstatt? Hier sind zwei Werkstätten, oder? Da ist eine Tanke. Hier ist eine Tanke. Was ist das für ein geiler Seed? Ich kann mich nur wiederholen. Serendipity. Der ultimative Seed. Seed. Hm, da ist er. Oh, hi. Na, guten Tag. Hatte ich ganz vergessen. So, jetzt kiten wir die erstmal weg. Ich hab das total vergessen, ne? Oh, jetzt eine Panzerfaust. Würde ich so feiern. Du. Na, Jungs und Mädels. Okay, das müsste aber reichen, oder? Probieren wir es mal. Was ist denn? Oh, au! Oh. Was ist denn das? Wieso kommen da nochmal Zombies? Seid ihr dumm? Hä? Oh, Geier. Wie oft kann denn diese... Ey, Frames! 25 FPS!
Seid ihr doof? Ups. Oh. Hi. Ja, die kann ich jetzt nicht alle killen, wobei das natürlich... Was sind du für einer? Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist hier natürlich jetzt weghalten davon. Ja, wie soll ich das denn bitte machen? Wie soll ich denn diese Anzahl an Zombies wegmachen? Ach, nicht weiter als 25 Meter von der Kiste weg, sonst reset. Hey, warte mal. Okay, sonst reset. Ja gut, aber du bleibst nicht da stehen, wenn irgendwie 25 Zombies auf einmal durch dich durchlaufen wollen. Nee. Kannst du knicken. Oh Gott. Dann lassen wir das mit dem Airdrop. So, da vorne waren aber noch zwei Tankstellen. Was? Toilets to go. Fehlt ihnen auch eine Toilette. Kommen Sie zu Toilets Go. Ich hoffe nur, dass ich irgendwie die Zombies despawnen lassen kann, weil im Moment habe ich 20 FPS. Und das ist nicht schön. Ich muss mich mal ein bisschen bewegen. Mal ein bisschen Richtung Heimat, in Hoffnung, dass die despawnen. Wie viele Gefangene laufen denn bitte hier rum? Ihr wollt's, oder? Mist, dreht er in meine Richtung ab. Ah, okay. So, ganz kurz mal ein paar Pfeile nach. Es ist doch Wahnsinn, was ist denn hier los? Mal ganz kurz mal ein paar Pfeile nachmachen. Tja, Werkbänke. Wo tanke? Ich weiß, tanke, aber da sind die ganzen Zombies. Ich habe jetzt wieder 40 FPS, das heißt, es könnte aus dem Chunk raus sein. Werkbank. Also ich kenne dieses eine Haus, wo so eine Einfahrt runtergeht. In den Keller. Da ist auf jeden Fall eine Werkbank. Hier ist eins von diesen Riesenlöchern. Da ist der Diner. Hier war ich schon mal. Ja, hier ist das Doppelding, genau. Hier ist dieses komische Haus. Was war das hier? Das war der Diner. Da vorne ist das komische. Echt schwierig gerade. Gas. Alles klar. So, den Gastank, der ist entschärft. Hörchen. Seid ihr tot? Ja. Habt ihr gut gemacht? Und meine Pfeile wieder. Ich dachte mich noch gerade, wenn der Gastank mal hochgeht, das wäre irgendwie schlecht. Aber das haben die dann von sich aus entschärft. Geht's hier irgendwie rein jetzt? Nö. Fehlt nur die Hälfte der Mauer fehlt. So, was ist hier? Hä? Gar keine Tür. Was bist du für eine Tür? Okay. 7000. Ah.
Okay, dann räumen wir hier mal auf. Ich nehme mal das Katana, mal gucken. Mal machen. Ups. Ich habe ja eh meinen nächsten Bogen noch nicht. Ich brauche ja. Ich muss mal gucken, was ich. Ne, wir brauchen die Werkbank, gell, für den Bogen. Frage mich gerade auch die ganze Zeit, ob es in der Vanilla-Version. Ob es in der Vanilla-Version Katana gibt. Zombie-Geschnetzeltes. Ohne Wrench. Geil. Das ist natürlich sehr nice. Pfeilspitzen da. Recipe, Stone Arrow. Ja. Sehr geil, eine Wrench bekommen. Boah, sehr gut. Große Bruder. Oh, das ist er. Aua, aua, aua. Hat er mir wehgetan. Blöd Arsch. Wo kam der denn eben her? Stand der da eben? Habe ich den übersehen? Schon tot. Oh, hab ich gerade verjagt. Oh, ich hab's gesehen. Ich hab dich im Schatten gesehen. Ist ja gut. War ich ein bisschen zu übermütig, was das Looten angeht. Jetzt aber, oder? Nee, immer noch nicht. Was ist denn du? Gott, bist du dünn. Hä? Du bist, glaube ich, eher gestorben, weil du dich zu Tode gehungert hast. Kann das sein? So. Kommen Sie ran. So, ich muss mal gucken, ob der Bogen, den wir machen müssen, wirklich in der Werkbank war. Warte mal, wir haben doch hier eine Quest gehabt. Upgrade your base. Screws, Iron Sheet. Craft Knowledge Points. Siehst du, da hätte ich mich das eine Rezept auseinandernehmen können. Das habe ich nämlich, habe ich nur dran gedacht. 15 Polymer, Twine. Da, Combo und Bow. Ja, Workbench. Schlecht. Schlecht. So, wir hatten noch eine Wrench bekommen. Ja, dann sollte man mit der Quest vielleicht weitermachen. Ach, ist das schade. Wieder 30 Minuten. Gut, ich schraube am Auto rum und Airdrop hat nicht ganz funktioniert.
Wir gucken mal, wie wir weiter vorankommen. Ist schon wieder 17 Uhr, der Tag ist schon fast wieder zu Ende. Das ist natürlich ein bisschen ätzend. Na gut, wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Material raus. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.